Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Stationeers. Ja, ein bisschen viel Zeug hier, ne? Also, wow. Jetzt machen wir hier mal zu. Hier können wir auch zumachen. So, hier lasse ich mal noch offen zum Durchprüfen dann. So, jetzt brauchen wir Radiatoren, haben wir hier. Kabel brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Rohre und Radiatoren. Und einen Raumanzug, den habe ich an. Warum habe ich den an? Den habe ich die ganze Zeit angehabt. Ich habe die ganze Zeit den Raumanzug angehabt. Hab's nicht gemerkt. Hätte es so schön gemütlich haben können. Und bin die ganze Zeit im Raumanzug rumgerannt. Unfassbar. So, vollflächige Außenkühlung. Ich glaube, es ist besser, wenn das in einem Zickzack läuft. Wenn das tatsächlich in so einer Art Ring läuft. Ja, ich glaube, das ist besser. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal. So. Ich schätze mal, dass wir so am besten fahren. Habe ich noch welche oder sind das alle? Kein Chatback bei?
Ne, hab ich nicht. Hier oben sind keine mehr, ne? Da drinnen waren noch welche. Im geheimen Kämmerchen. Im stillen Kämmerchen. So, halt. Hier lang. Okay. Die sind zwar jetzt nicht blau, aber ich habe auch noch blaue Farbe. Nein. Ich habe noch blaue Farbe. Ich kann ihn noch blau malen. Sehr gut. So. Also wenn das nicht mal eine Abkühlwand ist, dann weiß ich auch nicht. Einer würde noch fehlen, ich weiß. Dann wäre es perfekt. Aber mir reichen teilweise auch Sachen, die nicht ganz perfekt sind. So, jetzt aber aus mit dem Anzug. Durchatmen. Ah. Zeug aufräumen. Okay. So, wo wird angesaugt? Hier. Wo kommt's raus? Hier. Das hier gibt's an die Außenwelt ab. Das hat hier tatsächlich, wenn ich das mal ausmache, okay, der saugt wie Hölle. Der hat tatsächlich minus sehr viel Grad. Kommt aber raus mit 42 Grad. Warum sind da drei? Ach so, das ist das Rohr. Das ist nicht das Rohr, was nach hinten geht. Oh, ich dachte gerade. Warum sind da 93% CO2 plötzlich? Das ist das Rohr, das nach hinten geht. Ja, genau. 97% O2 mit 90 Kilopascal.
37 Grad. Und abfallend. Nicht heißer werden, abfallend, sehr gut. Das hier hat schon 97 Grad. Aber draußen hat es jetzt gerade minus sehr viel. Das sollte dann hier aber am besten isoliert sein. Ich sollte das isolieren. Sonst ist das zu heiß. Insulated pipe. Hunger, caution. Trinke auch gleich was. Immer am Rumheulen, immer ist irgendwas. Immer ist irgendwas. So, jetzt ist es aber absolut richtig. So ist das Rohr nämlich isoliert. Und hier in der Bude ist gar nichts heiß. Sondern alles schön kühl. Hier saugt an mit 42,4 Grad und 89 Kilopascal. Hier gibt er Vollgas raus, weiß kein Mensch wie viel. Ist gar nicht angewiesen. Minus 180 Grad. Da ist auch X mit dabei. Aber der filtert ja alles raus. Zumindest fast alles. Das meiste. Das hier wird relativ heiß, sollte aber nichts abstrahlen. Und draußen gut abkühlen. Und draußen hat es schließlich minus 65 Grad. Ja, das schwankt so, weil das Ding hier genau davor ist.
96% ich saugte an. Und 97% ich lässt da raus. 37, 12 und fallend. Also hier kommt, wird es immer kälter. Sehr gut. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Ja, und schick aussehen tut es auch noch. Ha, da schau einer an. Gar nicht großartig verschandelt. Und hier wird es immer kühler. Wir sind schon auf 40 Grad runter. Sehr gut. Wunderbar. Okay. Räumen wir mal die Kabel wieder auf. Dann reinigen wir mal die Farbe weg. Muss ich bald wieder machen. So. Flat Wall. Auf minus 200 Grad eingestellte Klimaanlage. Schon verrückt. Egal, ich will ja, dass hier schnell runterkühlt. Iron Frames. Wollte ich drücken. Dann brauche ich noch mehr. Wie viele Frames haben wir denn jetzt? 3, 6, 9, 12. Nein. 3, 6, 9, 12. 15, 18, 19, 20. 250. Nicht 250, sondern 250 haben wir Steel. Dann brauchen wir also nochmal 50. Dann haben wir 100. Dann haben wir 126. Das heißt, wenn wir 100 haben, haben wir 50, 60, 70, 19, 119, wenn ich mich nicht verzählt habe. Na, passt schon. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Reserve haben. Machen wir 150. So. Okidoki. Dann, wie wäre es denn hier? Flat Round. Da geht leider nichts.
Zigarette. So, und hier muss ich fast die ähnliche Anlage dann nochmal bauen. Um hier nur CO2... Um hier nur CO2 für die Blumen dann, für die Pflanzen zu kreieren. Darauf achten, dass es hier auch flat bleibt. Beziehungsweise bleibt es, wenn ich das jetzt da drauf ziehe. So, hätten wir das schon mal. Zu schnell. Das ist jetzt weiß. Ich wollte doch den Boden grau. Naja, dann muss ich halt noch ein paar Sprühdosen machen. Dann muss ich halt noch ein paar Sprühdosen machen. Graue in dem Fall. So. So, und wenn jetzt einer sagt, warum hast du so viel gemacht? Hm? Hm? Da gibt's auch. So. Ja, schmeiß weg deinen Scheiß. Gut. Pass auf. Sehr gut. Sehr gut. Schön rund. So gefällt mir das. Schon ein komisches Geräusch. Hey. Da drin eine Wand legen geht, aber eine Paneele drauf machen geht nicht. Sowieso ist das Ganze schief. Oder warum sieht das so schief aus? Das sieht irgendwie schief aus. Naja, egal. So. Dann hätten wir hier schon mal
weitestgehend alles schön. Das gefällt mir hier mit dem Dach so. Ja, wie gesagt, hier kommt dann die Küche rein, wo dann das Essen zu Food verarbeitet wird, also zu Dosenfutter. Und dann kommt hier wahrscheinlich auch die Alchemiestation oder wie das Zeug heißt, da wo man die Pille dann macht und sowas, kommt auch hier rein. Und hier, wie gesagt, das Pflanzzimmer. Ja, und sowas hier werde ich dann auch noch brauchen, nochmal. Hier irgendwo in der Ecke kommt dann die Aufbereitungsanlage für die CO2-Luft da hin. So. Hier drin haben wir jetzt schon nur noch 40 Grad. Sehr schön. Sechs. Rohr ist 109 Grad heiß. Draußen hat es 20 wahrscheinlich so um den Dreh. 29. Gut, hier, ja, wo es jetzt hier so abstrahlt. Aber das bläst ja auch aus. Ansaugen tut er ja hier. 40 Grad warm. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Wie gesagt, um den Druck wieder aufzufüllen, was wir auch nochmal machen müssen, dann kommt hier feinstes CO2 raus. Und was kommt denn hier jetzt? Mischungsverhältnis 97%. Okay. Gut. So, die sind auch fertig. Muss das noch an sein dazu? Ah ne, ist leer, okay. So. So cool, diese Geräusche. Herrlich. Mag ich. Hört sich an wie ein Serverraum. Ich liebe Serverräume. Okay. Gut. Was haben wir denn aktuell an Frames? 30. Sehr schön. Sehr schöne, konstante 30 Frames. Und dieser dämliche Basketball. Schon wieder. Da müssen wir dann alles noch grau machen, was jetzt weiß ist. Klimaanlage funktioniert. Dauert halt noch ein Weilchen. Okay, gut, meine Lieben. Damit war es das für heute, auch für diese Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Stationeers. Und ich habe ja noch viel auf der Liste. Zum Beispiel die Solarpaneele überdenken. Entweder beweglich machen, weiß ich noch nicht, aber zumindest mal ausprobieren, ob die Flatten oben drauf, ob die jetzt funktionieren. Dann eine Wetterstation wollte ich bauen mit Sturmwarnung, also Wetterstation irgendwo draußen, Sturmwarnung dann hier drin auf irgendwelchen Anzeigetafeln, keine Ahnung, hier vielleicht an der Wand, die bietet sich an hier für irgendwelche Anzeigetafeln, da ist auch nicht großartig viel dahinter, glaube ich, außer diese beiden Dinger, die eigentlich sowieso nichts bringen, weil kein Rohr dazwischen ist. Naja, gut. Vielleicht auf lange Sicht gesehen. Dann das Greenhouse, da sind wir ja gerade im Moment dran. Und dann die Shooting Range. Den Security Printer, ein paar Waffen und die Shooting Range. Und wir sind bei Folge... Einen Moment, ich muss mal... Huch, hat man das gesehen? Ja, das sieht man sogar. Hier sieht man
meine Dinger mal kurz raustappen. Wir sind bei Folge 149. Und ich habe noch sehr viel vor. Also, das kann doch noch ein bisschen mehr werden. Aber dann mögt ihr das ja, ne? Gut. Also, meine Lieben, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Haltet die Ohren steif. Ciao.